Hallo, willkommen zu diesem Unboxing. Wir haben ein bisschen Verkehr hier, deswegen hört ihr mir vielleicht schlecht, aber was ich euch sagen wollte ist, ich freue mich so, das Ding hier aufzumachen, dass ich ein Unboxing-Video dafür mache. Ist mehr für mich als für euch. Trotzdem, viel Spaß. Oh, die können wir wiederverwenden, die sind... Das sind gute. Ihr könnt ja schon mal raten, was da rauskommt. Ich weiß es und viele von euch wissen es auch schon. Akku runter, bevor der noch umkippt. Und. Oh. Ist das cool? In Rot, so wie sie es gehört. So, sieht. Es gibt einen Quick Guide. Zeige ich euch kurz. Ja, Quick Guide Taking Care of Your Motorcycle. Vom CEO unterschrieben. Ist das schön? Ich nehme euch jetzt vielleicht mal mit. So. Also. Hier. Deswegen überall das SE drauf. Schwedisches Fabrikat. Der Sitz kommt meines Wissens aus dem gleichen Werk, aus dem Volvo auch ihre Sitze bekommt. Diese Marke hier an der Seite. 7,7 kW Stunden. 7,7 Kilowattstunden. Oh, das ist ein Selfie hier. Oh, ein Selfie drauf. Hallo. Regent. Falls ihr es nicht wisst, Regent bedeutet königlich. Deswegen überall diese Krone als Zeichen. Das hier, was ich gerade freigeräumt habe, da könnt ihr es freischalten. Also ihr habt keinen Schlüssel. Also ihr habt einen Schlüssel, aber praktisch keinen physikalischen. Ihr habt nur noch so ein Lenkradschloss. An der Seite hier unten, kann man auch kurz zeigen. Ups, so. Ladebuchse. Stoßfänger, mal gucken, ob die jetzt was taugen, weil das war natürlich schon ein bisschen problematisch mit dem schweren Radnabenmotor, dass die Federung das schwer, sehr schwer ausgehalten hat. Hier hinten sieht man noch, das finde ich praktisch, ich muss nämlich immer nachlesen bei meiner Zero und man sieht auch 29 vorne, 34 hinten, das ist schon deutlicher Unterschied. Ne? Was haben wir denn da für lustige Reifen drauf? Avon. Freut sich da nicht meine Avon-Beraterin? Anyway, auch lustig, der Batterieblock ist mit ganz normalen, na komm, schnell scharf, Imbusschrauben gesichert. Lass mal gucken, was das für welche sind. Ich gucke mal kurz auf die Bezeichnung. Edelstahl, 70er. Gut. Die Jejuan Bremsen kennt man. Ist jetzt nichts Unbekanntes. Schöne große Bremsscheiben, muss man auch sagen, für so ein kleines Motorrädle. Für alle, die irgendwann mal einen Seitenständer-Sensor brauchen. Leonelli. So. Ha. Und wenn mich nicht alles irrt, kann man den hier auch. Der sieht hier so eingebastelt aus. Der wird wohl relativ einfach, ich sag mal, zu ersetzen sein. So, das war's erstmal fürs Unboxing. Irgendwo müsste noch ein Schlüssel sein. Mal gucken, ob ich den auch noch finde. Ich freue mich. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch. Ah, den ganzen Dreck hier. Ach so, ja, übrigens rot, ne? Sonderlackierung. Nur falls ihr euch fragt, warum das auf der Webseite nicht in Rot bestellbar ist. Weil ich gesagt habe, du Chef, ich kaufe das Ding nur, wenn es rot ist. Hat der Chef gesagt, ist okay, machen wir eine Sonderlackierung.
so freundlich. Okay, das war's. Ciao, ciao.